Cyberdrachen hat in der neuen Erweiterung viele neue Karten bekommen. Doch was kann das Deck jetzt? Das schauen wir uns jetzt mal an. Zu Beginn schauen wir uns einmal das Deck an. Doch bevor ich mit dem Deck beginne, ich habe hier auch Replays gemacht, die kommen am Ende und ja, also könnt ihr sehen, was das Deck auch kann und wie es richtig zu spielen ist. Bei Deck haben wir einmal drei Handtraps, also ich habe jetzt hier drei Handtraps gewählt. Handtraps sind halt sehr wichtig. Man hat leider nicht Platz für mehr, also man kann theoretisch mehr spielen, bloß da muss man halt überlegen, was man kicken will. Und ich habe mich halt entschieden, nichts zu kicken, deswegen halt hier nur drei Handtraps. Ich spiele jetzt hier drei Ashes, aber man kann natürlich auch, wenn man sie nicht hat, drei Ogre spielen oder besser wäre drei Lockbird oder halt auch sogar Wailer. Ogre ist aus meiner Sicht halt die schlechteste Wartezeit. Dann natürlich drei Cyberdrachen, dann dreimal Cybercore. Core ist halt mit die beste Starterkarte überhaupt. Sie sucht halt Spells, zählt halt auch als Cyberdrachen auf dem Feld und im Friedhof. Kommen wir gleich zu einer neuen Karte und zwar Cyberdrachenherz. Man spielt sie hier dreimal, aus gutem Grund. Nicht nur einmal, weil sie einen sehr nützlichen Effekt hat, sondern auch, weil sie mit Maschinenduplizierung funktioniert. Und wie ihr seht hier unten schon, dreimal Maschinenduplizierung drin ist. Und sie funktioniert halt mit Core, also Maschinenduplizierung und Herz. Dann haben wir sechs Targets, das ist eigentlich schon sehr gut. Der Effekt von Cyberdrachenherz ist halt, wenn sie auf den Friedhof gelegt wird, dann kannst du einen Cyberdrachen dir der Hand hinzufügen, von Deck oder Friedhof. Wichtig ist, es muss ein Cyberdrache sein, nicht eine Cyberdrachenkarte oder so. Das heißt, ihr könnt wirklich aus dem Deck nur den Cyberdrachen selber suchen und im Friedhof jedoch könnt ihr quasi alles nehmen, daher quasi alle Cyberdrachenkarten im Friedhof zu Cyberdrachen werden, was natürlich sehr praktisch ist. Und der zweite Effekt kommt eher seltener, aber kann eventuell irgendwann auch mal entscheidend sein. Und zwar, wenn sie spezial beschworen wird, wird sie zu Level 5. Ja, wie gesagt, das kommt nicht so oft vor, aber manchmal kann das dann doch spielen. Scheint sein. Und dann kommen wir weiter und zwar zu Cyberdrachen 4. Cyberdrachen 4 ist ebenfalls eine neue Karte aus dem Set. Sie sagt halt, wenn du einen Cyberdrachen normal oder spezial beschwörst, dann kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Zusätzlich gibt sie all deinen Cyberdrachen Boost, aber der erste Effekt ist besonders gut, weil so könnt ihr Kettenglieder passend legen, aber da komme ich später nochmal zu und so könnt ihr dann halt gewisse Handtraps umspielen. Dann kommen wir zu Cyberdrache 2. Ich spiele jetzt hier zwei Cyberdrachen 2. Ich würde sogar sagen, dass man vielleicht den Cyberdrachen 2 komplett rauskickt. Er kam nicht so gut im Testen. Ich würde eher Cyberdrache 3 spielen. A zählt er automatisch als Cyberdrache und er kann sich auch zu Level 5 machen, was sehr praktisch ist. Ich würde hier Cyberdrachen 2 vielleicht halt wirklich auf 1 kicken und vielleicht in Cyberdrachen 4 mehr spielen, um mehr die Kettenglieder liegen zu können. Aber das ist euch zu überlassen. Also ich würde sagen, diese Plätze sind relativ frei variabel. Also diese drei Plätze, also von Cyberdrachen 4 und Cyberdrachen 2. Wie gesagt, ich würde überlegen, vielleicht noch Cyberdrachen 3 zu spielen. Aber hier jetzt im Deck und auch in den Replays habe ich halt 2 gespielt. Kommen wir zu unseren One-Off. Ja, man spielt ihn einmal, weil er ist suchbar und ja, suchbar heißt, du brauchst ihn eigentlich nicht oft spielen und er kann sehr krasse Felder zerlegen. Und genau deswegen spielt man ihn auch, um halt unbrechbare Felder quasi zu brechen. Einfach mal so 4-5 Monster des Gegners wegnehmen, ist mit ihm kein Problem und er ist super, was will man mehr? Und er kann natürlich dann auch noch den OTK drücken eventuell. Deswegen sehr gut und einmal gespielt. Dann kommt hier einmal der Kaiju. Der Kaiju ist ebenfalls suchbar, deswegen ein One-Off-Kaiju. Ist nicht verkehrt, zumal man auch halt ein starkes Monster wegnehmen kann und dann sogar den Kaiju wieder wegnehmen kann, den Gegner, aber da kommen wir auch noch später zu. Dann zweimal die Sucherkarte, die alte Sucherkarte, um genau zu sein. Man spielt sie nur zweimal, weil A hat man nicht so viel Platz und B ist die andere Sucherkarte einfach wesentlich besser und hier halt nur zweimal, sie ist eh suchbar und man braucht halt einen Cyberdrachen im Friedhof, was halt ein kleines Handicap ist, aber dennoch natürlich eine starke Sucherkarte. Dann kommen wir zu der Reborn-Karte. Die Reborn-Karte spiele ich jetzt hier einmal. Ich würde sie auf 3 hochstocken, wenn Needlefieber oder so halt ins TCG kommt, aber solange das noch nicht der Fall ist, kann man die ruhig auf 1 spielen. Und hier jetzt auf 1 gespielt. Ich habe sie nicht vermisst, dass man sie irgendwie öfter sehen wollte. Und man konnte sie immer passend suchen. Also eigentlich ein sehr guter One-Off. Kommen wir dann zu der neuen Sucherkarte. Sie ist auf jeden Fall mit die beste Sucherkarte überhaupt in diesem Deck. Und ja, was soll ich sagen? Die Karte ist einfach komplett stark. Ich muss sagen, dass der zweite Effekt nicht so oft kommt. Beziehungsweise, also sie wird natürlich oft negiert oder so, aber man will sie dann doch nicht der Hand hinzufügen, weil dieses Abwerfen der Karte schon kostbar ist. Und man will ja den OTK drücken. Und da braucht man halt so viele Karten wie möglich. Dann kommen wir jetzt zur großen Frage. Welche Fusion-Karten spielt man? Spielt man 4, spielt man 5, spielt man 6? Ich habe 4 gespielt, ich habe es nicht vermisst, nicht mehr oder nicht weniger. Ist die Frage nur, welche man spielt. Ich habe hier jetzt Kraftbündnis 2-mal und Überlastfusion auch 2-mal. Man kann sich auch überlegen, das anders zu spielen, also einmal Kraftbündnis und 3-mal Überlastfusion oder halt umgekehrt. Ich habe einfach 2-2, lief ziemlich gut, aber wer merkt beim Testen dann selber, ja, ich brauche mehr, dann macht ruhig mehr, dann spielt halt 5 oder 6 Fusionskarten. Ich habe hier jetzt 4 gespielt und war eigentlich sehr zufrieden. Dann kommen wir natürlich zu der Karte, die komplett broken in diesem Deck ist, und zwar Maschinenduplizierung. Du kannst einfach 2 Cyberdrachen aus dem Deck rufen und kannst damit halt deine Plays machen. Sehr, sehr stark und wird
überraschenderweise sehr selten geasht, weil die Sucherkarten vorher halt geasht werden und daher halt Maschinenduplizierung so gut wie immer durchkommt. Dann die Instant Fusion. Die Instant Fusion ist natürlich sehr gut. Du kannst den Panzerdrachen suchen, was natürlich gut ist, um in Infinity zu gehen. Aber ja, ob man sie dreimal spielen will, ist jetzt so eine Frage. Sie brickt natürlich, wenn man sie zweimal zieht, aber man will sie auch irgendwie ziehen, um halt Places zu haben. Also zweimal kann man sie auch spielen, wenn man halt sagt, man will Fusion mehr spielen, kickt man eine Instant Fusion und spielt eine Fusionskarte mehr. Aber ich habe jetzt hier, wie gesagt, in den Replays, die gleich auch noch kommen, halt drei gespielt. Dann drei Galaxy Soldier, brauche ich nichts zu sagen. Super Karte, passt perfekt in den Deck. Und mit Cyberdrachen Herz funktioniert das jetzt sehr gut. Man kann die Kettenglieder so legen, also ich erkläre es mal eben. Und zwar, du aktivierst den Effekt von Galaxy Soldier, wirfst den Cyberdrachen Herz ab und dann kann man die Kettenglieder legen, wie man will. Und dann macht man halt Cyber Soldier auf 1 und Herz auf 2. Das heißt, wenn er jetzt was ashen will, muss er Cyberdrachen Herz ashen. Und das ist halt nicht so gut und will er auch gar nicht, denn er will ja den Galaxy Soldier aufhalten. Ziemlich stark und hilft dem Deck halt auf jeden Fall, diese Karte besser durchzusetzen. Hier jetzt der One of Pot. Man kann ihn auf jeden Fall kicken, aber ich habe ihn halt einmal gespielt. Einfach, weil die halt, wenn sie einmal ist, immer gut kommt, weil man kann nicht zwei oder einen anderen nachziehen. Aber ja, kann man halt auf jeden Fall kicken. Ich habe die jetzt gespielt. Sieht man halt auch nicht so oft, man spielt sie auch nur einmal. Und ja, ist halt die Frage, ob man die überhaupt spielen möchte. Ich habe ihn jetzt hier gespielt gehabt. Und dann ein Foolish. Foolish ist sehr wichtig, weil du kannst halt einfach mit Herz dir einen Cyberdrachen aus dem Deck auf die Hand suchen oder halt einfach das Monster reinlegen, was du brauchst, um halt deine Sucherkarte zu aktivieren oder für Überlastfusion oder. Also es gibt genug Möglichkeiten, ihr Foolish zu benutzen und die Karte ist nicht schlecht und deswegen hier auch drin. Und dann zweimal Twin Twister. Man könnte sie auch dreimal spielen, aber ich habe sie jetzt zweimal gespielt, weil man sie nicht zweimal auf der Starthand sehen will. Halt, man will sie wenn einmal haben. Naja, und die Karte ist natürlich da, um die Backrow wegzuballern, um dann halt den OTK drücken zu können, beziehungsweise besser drücken zu können, aber deswegen hier zweimal drin. Kommen wir jetzt zum Side-Deck. Haha, nein, Spaß. Diese Karten sind jetzt da, um zu zeigen, was man halt anders machen kann. Hier sieht man schon, hier sind halt einige Link-Monster drin und die sind quasi für den einen Platz. Im Extra-Deck, so wie ich es gebaut habe, habe ich einen extra Slot frei, das heißt, ich kann halt ein Monster variieren und da kann man entscheiden, was man nehmen möchte. Möchte man den Bolo drin nehmen? Möchte man Phoenix nehmen? Möchte man Zeboros nehmen? Oder möchte man den neuen Drachen nehmen. Ist halt die Frage, was man nehmen möchte. Natürlich ist das auch eine Preisfrage. Wenn man die billigere Variante nehmen sollte, dann sollte man vielleicht Zeboros oder Phoenix nehmen. Aber ja, muss man halt für sich überlegen. Ich muss zugeben, den Slot hätte ich auch einfach weglassen können. Ich habe ihn nie gebraucht, weil entweder OTKst du eh oder du hast halt so wenig Karten, dass du eh schon verloren hast. Von daher ist es eigentlich relativ egal. Man könnte natürlich überlegen, ob man dann nicht vielleicht noch eine andere Cyberkarte Drachen zweimal spielen möchte. Ich habe hier den Slot halt relativ frei und den kann natürlich jeder selbst entscheiden. Und dann die Karte hier, die auch noch auffällt, ist dreimal die Falle und die ist hier nicht ohne Grund im Side-Deck. Also das ist eine Karte, wenn ihr Cyberdrachen spielt, solltet ihr auf jeden Fall im Side-Deck dreimal spielen, wenn ihr sogar Main davon was spielt. Und zwar, diese Karte ist ziemlich, ziemlich stark. Und das seht ihr gleich auch nochmal im Replay. Aber diese Karte ist halt nur stark, wenn ihr First geht. Bloß will Cyberdrachen First gehen? Nein, ihr wollt eigentlich immer Second gehen. Und das weiß der Gegner auch. Das heißt, wenn ihr das erste Spiel gewonnen habt, wird er euch anfangen lassen. Und mit dieser Karte habt ihr ein super Backup, um den Gegner zu interrupten, um auch im First-Turn was Starkes zu haben. Und, by the way, sie ist suchbar. Also, ziemlich gute Karte und sollte man auf jeden Fall im Side-Deck für Going First drin haben. Kommen wir nun zu den Extra-Deck. Beim Extra-Deck ist es eigentlich relativ einfach. Einmal das neue Link-Monster. Man braucht nur einen, weil man ruft ihn eigentlich nur einmal. Mein zweites Mal habe ich ihn nie vermisst, also reicht das. Zweimal Nova, zweimal Infinity. Auch eine passende Anzahl, finde ich. Man ruft ihn auf jeden Fall ein zweites Mal. Manchmal könnte man ihn sogar vielleicht ein drittes Mal rufen. Aber wenn wir den neuen Support kriegen, es gibt dann noch einen neuen Support in Cyberdrachen in der nächsten Erweiterung, da bräuchte man, glaube ich, wirklich noch zwei, weil man kann den Cyberdrachen Infinity auch einfach recyceln. Aber hier jetzt 2-2, eigentlich sehr gut. Novas Effekt ist natürlich sehr gut. Ich meine jetzt nicht den Spezialbeschwörungseffekt, sondern auch der Effekt, wenn er zerstört wird, dass du ein Fusionsmonster rufen kannst, was den einen oder anderen ganz schön überrascht, beziehungsweise was dann doch noch der Win sein kann. Dann einmal der Paladin. Der Paladin ist eine sehr gute Karte. Wenn man halt zwei XX legen kann, ist das natürlich sehr stark, dass du den Infinity hast und daneben den Paladin. Aber man muss natürlich bedenken, dass diese Karte relativ selten gerufen wird. Ist die Frage, ob man sie deswegen spielen will. Aber sie kommt natürlich sehr gut, um halt gewisse Karten loszuwerden. Sie ist ein Out gegen gewisse Karten und deswegen spiele ich sie hier und ich würde sie auf jeden Fall auch weiterspielen. Dann kommen wir zu der ersten Fusion und zwar die Fusion, die vom Extra-Monster-Zone weglegen kann. Ich würde diese Karte vielleicht zweimal spielen. Ich habe ja gesagt, dass man schon einen Platz frei hat. Vielleicht sollte man diese Karte dann zweimal spielen oder halt nicht. Ich finde die Karte sehr, sehr gut. Man kann halt damit den Extra-Link auflösen, was schon mal sehr gut ist, wenn man gegen Goku spielt oder so. Und man kann zusätzlich natürlich auch starke Monster weglegen, wie gegen BL oder etc. Die Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr nützlich und kann auch sehr schnell halt das Feld frei machen. Und deswegen auch eine sehr gute Karte und sollte man auf jeden Fall einmal spielen, einfach um ein Out zu haben. Zum Beispiel, wenn da ein Bolo-Drache liegt, flipp,
weg ist er. Ziemlich starke Karte auf jeden Fall. Und deswegen auf jeden Fall einmal drin. Und wie gesagt, wenn man will, kann man sie vielleicht sogar zweimal spielen. Dann natürlich die beste OTK-Karte überhaupt hier. Diese Fusion macht überhaupt die ganzen Games. Du brauchst nur zwei Cyberdrachen-Monster, was es sehr einfach macht, sie zu beschwören. Sie ist mit Überlastfusion zu rufen und sie ist mit Kraftbündnis zu rufen. Total gut und total stark. Und ja, sie macht die OTKs, aber das seht ihr ja gleich auch in den Replays. Dann die zwei Panzer-Dragon für die Instant Fusion. Wenn man drei Instant Fusion spielt, sollte man auf jeden Fall zwei Targets haben. Hier die zwei Panzer-Dragon. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Link 2 Monster. Hier ist es eigentlich relativ egal, was ihr spielt. Ihr könnt hier halt einmal Clifford Genius spielen oder ihr könnt auch das neue Link Monster spielen, was jetzt in der neuen Erweiterung rausgekommen ist. Und zwar das Link 2 Monster, wo man zwei Lichtmonster braucht. Geht genauso wie das hier. Vielleicht sogar besser, weil sie einen ATK-Boost gibt. Aber das muss man selber entscheiden, gerade mit diesen zwei Maschinen. Weil wenn ihr zum Beispiel das Fusionsmonster ruft, was halt den extra Link auflöst, dann habt ihr halt ein Finsternis-Maschinenmonster in der Extra-Monster-Zone und da könnt ihr dann natürlich nicht mit dem Licht dann in Link 2 gehen. Hier mit Genius funktioniert es. Ist halt die Frage, ob ihr jetzt den spielen wollt oder den anderen. Ist natürlich jedem selbst überlassen. Dann eine Karte, die eigentlich sehr, 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 sehr alt ist. Und die Frage ist, ob man den überhaupt spielen sollte. Und ich sage auf jeden Fall, ja, man sollte ihn spielen. Und zwar, man fusioniert quasi gegnerische Maschinen weg und halt eigene Maschinen. Und dann kann man ihn rufen. Jetzt sagt man sich ja, okay, Mirror Match ist das sehr gut, aber Mirror Match wirst du nicht so oft haben. Das stimmt, aber viele vergessen ja, dass zum Beispiel die ganzen Sky Striker Link Monster Maschine sind, was für mich sehr praktisch ist und allgemein Maschine kommt öfter mal vor als man denkt und dann hat man einfach hier den Out, indem man das wegfusioniert. Und natürlich, du spielst den Kaiju und wenn du dem Gegner den Kaiju gibst, kannst du den auch wegfusionieren, falls du ihn selber mit ATK nicht loswerden kannst. Also deswegen hier auf jeden Fall einmal ein Muss, finde ich, gerade wegen Sky Striker oder auch Mirror Match oder den Kaiju. Es gibt genug Möglichkeiten, wo man spielen kann und deswegen auf jeden Fall drin. Kommen wir zur letzten Link-Karte und zwar Link Kuribo. Kuribo ist sehr gut in diesem Deck. Er funktioniert nur mit Zeitdrachen Herz, aber das ist überhaupt nicht schlimm, denn das kommt öfter vor, als man denkt. Und dann kann man ihn halt als Pfeil nach unten nutzen. Und der Effekt ist auch sehr praktisch und man kann echt viel Blödsinn machen damit, was ihr gleich auch im Replay einmal sehen könnt. Doch bevor wir zu den Replays jetzt kommen, kommen wir einmal dazu, wie teuer dieses Deck ist. Viele fragen sich immer, ja, toll, so ein Deck, wie teuer ist das denn? Also, wenn man bei Kartenmarket einfach mal alle Karten in die Wants-List einfügt, dann kann man mit den Kartenhelfer ganz einfach halt ausrechnen, wie teuer das quasi gerade ist. Und wichtig zu erwähnen ist jetzt bei diesem Preis, der 15. Slot im Extra-Deck halt nicht gefüllt ist. Also da ist jetzt kein Borlo-Drache mit eingerechnet oder so. Also ihr könnt halt entscheiden, was ihr als 15. Slot nimmt. Und hier sind keine Handtraps eingerechnet. Das heißt, diese drei Handtraps sind auch offen. Weil manche sagen, ja, Ash ist mir zu teuer, ich spiele lieber eine andere Handtrap. Dann kann man das natürlich tun. Hier jetzt, wie gesagt, keine Handtrap und der 15. Platz im Extra-Deck ist weg. Aber der Gesamtpreis ist eigentlich sehr billig für ein Deck, was mit dem Meta mithalten kann. Und zwar der Gesamtpreis liegt zurzeit bei 141,25 €. Und das finde ich halt wirklich für die Stärke dieses Decks vollkommen fair und ist halt quasi ein sehr low-budgetiges Deck, womit man komplett im Meta mithalten kann. Und man kann halt wirklich die Meta-Decks damit zerlegen. Und das ist natürlich sehr gut. Und deswegen der Preis, also Preis-Leistung stimmt hier auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den Replays. Kommen wir zum ersten Replay. Wie gesagt, ihr wollt auf jeden Fall Second gehen. Das ist natürlich sehr wichtig hier. Und dann fängt er an. Wir spielen hier gegen True Draco, ein kleines Anti-Deck. Doch er hat nicht so gut, was uns natürlich freut. Er fängt einfach an mit zwei Set und einem Monster, ganz easy. Dann einfach Kaijun wir ihn den weg, weil ja, dem wollen wir nicht, dass der Effekt triggert. Machen den Twin Twister für die Backrow. Und jetzt ist er quasi schon schutzlos. Und jetzt kommen wir mit Kraftbündnis und rufen unsere Fusion. Wichtig ist, dass diese Fusion auch Zauberkarten zerstören kann. Meist halt zwei. Also du kannst halt zwei oder mehr Zauberdrachenmonster nehmen. Man nimmt mal zwei, weil das halt am wenigsten kostet quasi. Und man kann dann halt die komplette Backrow wegballern, was halt auch noch hilft, den OTK zu drücken. Das heißt, irgendwie eine Spiegelkraft oder so wird euch niemals gefährlich werden, aber na gut, wer spielt das heutzutage noch? Dann halt hier jetzt der Effekt von Herz, man sucht sich das noch, ballert die weg, nutzt den Effekt, legt zwei in den Friedhof und kann dann halt dreimal angreifen und das ist natürlich gelb. Dank Kraftbündnis hat sie halt 4-2 ATK und ja, zwei direkte Angriffe sind schon game und das ist natürlich der OTK. Dann im zweiten Replay, wir gehen wieder Second. Wir wissen nicht ganz genau, was wir spielen. Ashen lieber das und er settet einfach nur ein Monster. Ja, das ist natürlich schade, wenn der Gegner wenig liegt, weil das ist dann der offensichtliche OTK für uns. Wir beschwören jetzt hier unseren Cyberdrachen. Wie gesagt, man kann halt den Kaiju weglegen. Das habe ich ja schon bereits gesagt. Sehr praktisch hier. Und jetzt machen wir einen anderen OTK ohne Fusion groß, sondern wir gehen einfach in die Cyberdrachen-Power, machen Maschinenduplizierung für noch mehr Cyberdrachen, rufen uns noch den Cyberdrachen und das ist halt fünfmal Game quasi. Beim nächsten Replay, wir gehen wieder Second und die Hand ist eigentlich relativ lustig. Wir haben dreimal die gleiche Karte, ist ganz okay. Wir spielen gegen BA, er fängt an, Tourguide, echt nicht schlecht, geht in Dante und ja, macht 3 und
beendet dann, was mich sehr gewundert hat. Ich dachte, dass er wenigstens hier irgendwie in Beatrice geht oder so. Aber soll uns, wie gesagt, recht sein. Wir gehen in unseren Sucher, suchen uns die Zauberkarte, weil wir sie eigentlich nur brauchen. Machen Maschinenduplizierung, gehen halt in zwei Cyberdrachen. Dann legen wir seinen Dante weg. Wie gesagt, sehr, sehr praktisch. Er macht halt Dantes Effekt, edit dann. Wir machen nochmal den Sucher für Galaxy Soldier. Und ja, jetzt haben wir eigentlich schon fast Game. Wir gehen jetzt hier halt unser Link 2, weil wir wissen, dass wir im Laufe dieses Duells jetzt auf jeden Fall zwei extra Slots brauchen. Also fürs Extra-Deck. Wir machen halt Soldier, rufen mit Nova, speziell schon einen weiteren, gehen in Infinity, saugen uns noch den. Dann machen wir Überlastfusion und gehen in unseren dreifachen ATK-Monster. Und das ist dann halt auch locker Game. Und er kann halt dagegen nichts machen. Vielleicht mit Beatrice ein bisschen schwerer geworden, aber hier keine Beatrice. Glück für uns. Kommen wir zum nächsten Replay. Wir gehen wieder Second und wir spielen diesmal gegen Sky Striker. Sky Striker ist ja auf jeden Fall ein Metadeck und wird öfter anzufinden sein. Er fängt an, hier eigentlich ein relativ Standard-Move, hat 3 Set, hat Backup für den nächsten Zug und hat sein Link-Monster drauf, hat auch noch seine Ray Engrave und ja, da müssen wir jetzt komplett durchspielen. Wir fangen an mit dem Searcher, um halt auch eventuell was zu biten. Wichtig ist, der Twin Twister hier nicht random blind zu zünden, weil wenn wir zum Beispiel mit Vergelegenheit getroffen hätten, hätte er sie angekettet. Hier aktiviert er jetzt so und wir wissen, dass die anderen zwei halt etwas ist, worauf er halt jetzt nicht beim Suchen zum Beispiel aktiviert. Wir machen hier die Ash nicht auf Mitvergelegenheit, weil wir hier den OTK jetzt drücken wollen. Wir denken uns, wir können die Backrow wegballern und haben alles für den OTK. Warum sollte man die Ash jetzt noch behalten? Er darf jetzt mit Mitvergelegenheit natürlich nicht in was krass Gutes ziehen. Das ist relativ unwahrscheinlich, denn wir haben ja den Search schon durch und da ist es eigentlich egal, wenn er jetzt eine Ash oder ähnliches sieht. Also wir machen dann jetzt den Twin Twist auf die 2 Set, was sich auf jeden Fall auch sehr gelohnt hat. Gehen in unseren Searcher, searchen damit, dann lassen wir ihn weiter ziehen und jetzt rasten wir komplett aus, gehen in unsere Fusion und gehen dann noch in den Cyberdrachen, den wir uns in den Friedhof gelegt haben, dank den doppelten bzw. dreifachen Angriff und greifen an, haben halt mit einberechnet, dass jetzt hier die Ray kommt. Die Ray wird angegriffen, er geht weg ins Link-Monster, was total offensichtlich war und wir greifen again an, geht kaputt und greifen noch zweimal direkt an, was dann Game ist. Und ja, sogar gegen Sky Striker kann man halt easy gewinnen mit diesem Deck. Hier das nächste Duell, wir gehen wieder Second. Wie gesagt, wir haben jetzt die Ash gezogen, was sehr gut ist, aber wir aktivieren jetzt keine Ash drauf, weil wir warten auf den Effekt, dass er quasi Spezialschwert aus dem Friedhof. Dann rufen wir jetzt hier erstmal Linkuribo. Davor machen wir das ganz einfach. Erstmal wollen wir halt einen Cyberdrachen in den Friedhof kriegen, damit wir unsere Search-Karte aktivieren können. Und des Weiteren dürfen wir uns sogar noch einen Cyberdrachen suchen, der uns leider jetzt verwehrt bleibt. Aber ist egal, denn jetzt können wir einfach suchen, was wir wollen. Und jetzt können wir eine viel bessere Karte suchen. Cyberdrache hätte uns gar nicht so viel gebracht, weil wir haben ja schon ein Monster. Das heißt, wir können ihn gar nicht mehr Spezialschwert von der Hand. Also hier der Galaxy Soldier. Wir rufen ihn und gehen jetzt halt in Nova. Dank Nova können wir ihn wieder Spezialbeschwören. Und jetzt hier jetzt halt so ein kleines Combo. Und zwar nächsten Zug. Sagen wir mal, wir würden jetzt nicht gewinnen diesen Zug. Wir würden Linkuribos Effekt ja auf jeden Fall aktivieren, indem wir einfach die ATK zu 0 setzen. Und dann können wir Linkuribo again rufen, indem wir einfach den Cyberdrachen Herz wieder opfern. Und wir dürften wieder searchen. Also eigentlich sehr praktisch und auch sehr gut. Und auf jeden Fall nützlich hier in Deck. Und auch einfach nützlich, um halt einen Cyberdrachenfriedhof zu kriegen, wie hier jetzt. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall in Cyberdrachen Infinity. Wollen eigentlich gleich das Monster saugen. Doch er möchte halt den Effekt aktivieren. Wir negieren das dann. Und jetzt fiel mir auf, Kraftbündel, Cyberdrache und Cyberdrachen Herz. Ja, das ist einfach unsere Fusion und kann dreimal angreifen direkt. Ich würde sagen, das ist automatisch Game und die Ash haben wir nicht mal genutzt. Jetzt kommen wir zu zwei Spielen, wo wir halt Going First gehen müssen. Wie gesagt, der Gegner weiß, wir spielen Cyberdrachen, er wird uns Going First gehen lassen. Wir gehen also First, haben die Fallenkarte geboardet. Und ja, hier ziehen wir sie halt jetzt nicht. Deswegen suchen wir sie uns, weil die Hand eigentlich ziemlich gut ist. Wir wollen die Falle halt ziehen, damit wir halt ein Out haben für gewisse Optionen. Ja, gehen hier halt jetzt wieder in Maschinenduplizierung, natürlich sehr stark. Instant Fusion, wir haben halt echt gut hier. Und dann noch die Falle als Backup. Wir gehen in den Ziegler, gehen dann in Infinity, aber vorher noch durch den Cyberdrachen rufen, setzen die Falle und geben ab. So, und jetzt sehen wir spielen gegen World Chalice. Und jetzt ist halt echt stark. Wir haben einmal den Ziegler, der quasi jedes unserer Monster noch ATK Boost gibt. Was heißt, dass er durch Kampf sehr viele Schwierigkeiten kriegen wird. Dann haben den Cyber Infinity, der einfach irgendwas negieren kann und Overflow kann einfach jegliche Karten vom Gegner zerstören. Und das Besondere an ihnen ist, sie zielt nicht. Das heißt, der Gegner muss darauf aktivieren, wenn wir sie aktivieren und ja, verschwendet dann eventuell Ressourcen und wir können einfach andere Karten zerstören. Wir lassen ihn erstmal machen, denn wir wissen, ja, egal was er da gerade macht, es ändert nicht so viel in der Situation, dass sich gerade die Felddominanz hat. Er rastet aus, geht in seine ganzen Link-Plays. Wie gesagt, ich lasse ihn da komplett machen, weil ich weiß, es ist nicht gefährlich in meinem Feld gegenüber. Hier jetzt, der Sarui, den könnte man natürlich negieren, aber ich denke mir halt auch so, warum sollte ich das tun? Er hat noch so viele Monster,
Monster im Backup, dass er halt irgendwie was anderes machen kann mit linken Monstern. Deswegen ist es mir zu unsicher, einfach nur Draws zu verhindern. Ich will erst was verhindern, was halt wirklich mir gefährlich wird. Und dank des linken Monsters von Cyberdrachen halt, kann ich hier halt auch einfach quasi jedes Monster so stark pushen, dass er einfach nicht drüber kommt. Und hier kommt er in die ATK und ja, da ist genau das Problem, was wir haben. Er hat zwar 2,8 und er hat 2,1, aber er hat einen Effekt und kann sich selbst boosten auf 4,2. Hier soll der Ogre drauf kommen, doch das negieren wir dann jetzt. Er verliert damit seine Sarui, geht auf Infinity, weil er ja geboostet ist, verliert Infinity und Infinity ist weg. Jetzt denkt man jetzt so, okay, er ist eigentlich relativ wieder gut zurückgekommen, aber eben nicht. Wir haben die Falle noch und können ihn quasi alles nehmen. Doch wir brauchen die Falle gar nicht mal. Wir haben einfach Überlastfusion gezogen, gehen in unser Monster, boosten sie dank unseres Link-Monsters noch auf 4,2 ATK und das ist dann halt einfach Game. Kommen wir jetzt zum letzten Replay, das ich habe, und zwar wieder, wir gehen Going First. Hier ziehen wir die Falle sogar und wir kriegen Lockbird an, das heißt, wir können sogar gar nicht so ein krasses Feld aufbauen. Doch ihr werdet gleich sehen, wie gut die Falle wirklich ist und weswegen man sie auf jeden Fall bauen sollte, wenn man Going First spielt. Wir machen ihn hier zu Cyberdrachen und gehen in unser Link-Monster und das war's schon. Wie gesagt, es ist nicht viel und jetzt fragt man sich, warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich wollte hier auf jeden Fall einen Cyberdrachen in den Friedhof kriegen, um eine Interruption zu haben. Wir spielen hier noch nicht bekannt, wir spielen gegen das neue Themendeck, auch aus der neuen Erweiterung. Er gibt uns einen Kaiju, das ist immer gefährlich, das heißt, der OTK ist schon fast da, aber er spielt hier jetzt erstmal weiter, geht natürlich in seinen Link 1. Da überlege ich mir schon, will ich interrupten? Und ich interrupte dann auch, der Gegner war ein bisschen zu schnell. Dann sagen wir ihnen, nein, wir wollen interrupten, aktivieren unsere Falle und jetzt kommt halt das Besondere. Und zwar, er muss auf die Aktivierung ankennen. Er aktiviert jetzt darauf seine Zauberkarte und muss sein Link-Monster wählen, weil er das beschützen will. Und schon heißt es, dass ich einfach das andere Monster zerstöre. Und das heißt, ich kann eh nur einen zerstören, aber da er seine Zauberkarte Feuer aktivieren muss, können wir halt einfach das passende Ziel zerstören, was ziemlich gut ist. Er verliert sein Monster und hat jetzt noch ein anderes Monster. Doch jetzt haben wir ihn quasi fast die Kombo zerstört. Wenn er jetzt noch zwei Monster auf der Hand hat, habe ich quasi verloren. Doch er hat es nicht. Er geht hier in sein drittes und hat nichts anderes. Greift an, um ihn loszuwerden und gibt dann an uns ab. Wir ziehen hier sehr göttlich Maschinenduplizierung, suchen uns erstmal, um die Ash eventuell rauszulocken, gehen dann in den Cyberdrachen, da aktiviert er sogar die Falle, was eigentlich relativ egal ist. Er ruft jetzt hier den World Chalice, der einfach Effekte von extra Leckenmonstern annullieren kann, doch das stört uns eigentlich groß. Wir suchen die Reborn-Karte, gehen in die Maschinenduplizierung und das ist halt eh schon sehr stark. Dann gehen wir in Nova und nutzen Novas Effekt. Ich dachte mir, will er wirklich jetzt den Effekt aktivieren, aber er tut es, opfert sein Monster, ist damit komplett schutzlos. Jetzt aktiviert sich der Effekt von Nova und wir dürfen unser Fusionsmonster spezial beschwören und nutzen den Effekt, legen 2 in den Friedhof und können uns sogar noch einen enden, rufen noch durch Wiedergeburt, andere Karte und das ist einfach Game. So Leute, das war ein kleiner Einblick, wie Cyberdrachen funktioniert und wie gut dieses Deck ist. Ich finde, das Deck ist eigentlich verdammt gut. Natürlich muss man bedenken, es ist kein Meta-Deck, es ist eher ein Tier 2 Deck, aber für den Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt es auf jeden Fall und es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, mal zu spielen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mal einen Kommentar da, falls ihr sagt, ich will noch ein anderes Deck sehen, dann schreibt mal rein, welches Deck wollt ihr auch sehen mit so einem ausführlichen Video und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis bald!